Hallo und zurück zu einer neuen Folge Let's Play World of Warcraft. Und heute gehen wir kleinen Schildkröten helfen und böse, böse, böse Jungs klatschen. Ah, ich sitze auf ein Reittier. Ja, ich weiß, dass ich auf ein Reittier sitze. Deswegen darf ich nicht unendlich Atem haben. So, dann mal hinein. Und die Verderber. Oh, und was sind das denn für Verderber? Das sind scheinbar Gesichtslose. Das ist ja mal interessant. Ich brauche ein Ziel. So, das ist auch eine ganz einfache Quest und eigentlich relativ fix erledigt. Ein paar Verderber auf dem Zaun. Die Gesichtslosen, wie wir wissen, gehören ja zu den alten Göttern. Das macht die ganze Sache natürlich ein wenig interessanter. Ich hoffe ja immer noch, dass Blizzard kann ich noch nicht die alten wirken. Götter nochmal richtig geil, episch auf den Plan holt. Vielleicht nochmal als eigene Erweiterung oder so. Das wäre voll geil. Wiederkehr von Yogg-Saron, Rondo und Sitten und dann noch eben halt den einen, den man immer noch nicht in World of Warcraft gesehen hat. Mister, nämlich N'Zoth. Und das wäre schon irgendwie, weiß ich nicht, wäre schon geil. Würde ich feiern. Ich mag die alten Götter, wirklich. Bis jetzt waren auch von den zwei, die wir bisher besiegt haben, die Raids. Somit die geilsten Raids überhaupt, die ich bisher gespielt habe. Hier. Ich hab ja, war ja schon überall drin, aber das war bis jetzt irgendwie das Beste, muss ich sagen. Hat mir echt gut gefallen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ihr wisst ja, wie sehr ich Uldua liebe. Ich kann ja von denen nicht genug schwärmen. Find den Fehler, Phönix unter Wasser. Oh, ein paar Fische hochgekocht. Schön. Wenn das nicht awesome ist. Hello! Ihr dürft sprechen. Ihr seid nicht wie die anderen. Das hatten wir schon. Mutiger, stärker. Hatten wir schon festgestellt. Ein Teil von dieser Welt. Nicht wie der Schatten, der zuvor zu mir kam. Danke. Gern. Oh, gibt eine blaue Belohnung sogar. Sehr schön. Ich schlummerte im heiligen Schlick des Hyal. Ich schlief, bis die Welt aufbrach. Als die anderen kamen, war ich nicht vorbereitet. Jetzt bin ich vorbereitet und tote. Meine Kinder und ich. Unser Zorn erregt man nicht leicht. Doch er ist endgültig. Sagt denen, die euch geschickt haben, dass wir für den Krieg bereit sind. Die anderen werden vom Berg verbannt. Jawohl. Und jetzt haben wir den nächsten auf unserer Seite. Nach Logosch. Auch Tortolla. Sehr schön. Hallo, Frando. Mögen die Winde euch leiten. Seht euch nur all diese Zerstörung an, Hexenmeisterin. Blut und Asche, soweit das Auge reicht. Aber, achso, das hatten wir. Ich lese mal selber vor. Shadow Warlock, ihr konntet das Vertrauen des Ahnen gewinnen. Wunderbar, wir sind einen Schritt näher daran, diesen Berg zurückzugewinnen. Und du wieder. Toller hat sich also erhoben, um an eurer Seite zu kämpfen. Ihr seid weise, Shadow Warlock. Er ist schwer, das Vertrauen dieser Uralten zu gewinnen. Er wird ein teurer Begleiter sein. Dafür hast du dich jetzt hierher gebeamt. Einfach nur, um mir das zu erzählen. Ja, gut, dann sind wir jetzt hier fertig erstmal fürs Erste. Jetzt geht es weiter. Der hier spielt später noch eine Rolle. Nordu. Nordu. Sächsisch für Nordu. Fliegen wir hoch auf den Berg, machen Avianas Schrein und danach müssten wir ja eigentlich, wir finden da noch Szenarios, fehlt auf jeden Fall noch. Aviana machen wir jetzt. Mal schauen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr alle auswendig. Aber es ist schon mal schön. Hello. Sehr schön. Neuer Fliehpunkt erstmal. So, dann haben wir schon direkt die erste Quest hier. Hi. Ishnuala. Wir Druiden der Klaue sind nicht für den Dienst an der Front gemacht. Wir sind Wesen der Lüfte. Ich hab's jetzt egal. Da war noch ein Wort und ich habe es jetzt nicht gelesen. Doch ab und zu mache ich meinen Klauen gerne schmutzig. Himmelsfürst Umnuron war viel zu nachgiebig mit den Harpien.
der Wurmschwing und hat ihnen sogar gestattet, sich auf diesen Berg niederzulassen. Einfach nur, weil es Wesen der Luft sind. Nun, Hexenmeisterin, nicht alle Wesen der Luft sind gleichrangig. Als der Angriff auf den Hyal begann, verfielen die Wurmschwingen in Raserei. Sie sind direkt dort oben und greifen einen heiligen Schrein an, den sie einst verehrten. Aber kein Grund zur Klage, schließlich haben wir jetzt einen Grund, sie vom Hyal zu vertreiben, oder? Tötet 10 Harpien. Wir Druiden der Klaue sind nicht für den Dienst, so. Hinter diesen Angriffen der Wurmschwingen steckt ein Muster. Während einige Gruppen einen aufsehenserregenden Angriff auf den Schrein selbst durchführen, durchforsten andere die Nester in der Nähe und machen sich mit den Eiern aller fliegenden Wesen des Hyal aus den Staub. Diese Tiere stehen unter unserem Schutz. Bis wir herausgefunden haben, warum die Wurmschwingen das tun, müssen wir so viele Eier wie möglich von ihren Klauen retten. So, mit 8 Eiern. Lebt wohl. So, jetzt dürfen wir erstmal, ich glaube, die war da hinten drin, wa? Jo. Hi. Hallo, Koluna. Ah, ich habe euch erwartet. Echt? Avianas Vermächtnis. Gisera selbst schickt euch zu mir? Oh, welch eine Ehre, mit einer Abgesandten der Aspekte zu sprechen. Es stimmt, dass unser Schrein in Gefahr ist. Die Harpien, denen unsere Äste Schutz boten, haben sich gegen uns gewandt. Doch bitte stürzt euch nicht in die Schlacht, bis ihr nicht bereit seid, unseren Schrein, unser Schrein ist nicht wie ein gewöhnliches Schlachtfeld. Benutzt seine Ruhe und Macht, um eure Mitte zu finden. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Obwohl die Wächterin aller geflügelten Wesen nicht mehr körperlich unter uns weilt, höre ich sie manchmal in den rauschenden Blättern flüstern. Shadow Warlock, wir verlangen viel von euch, um diesen Berg zu beschützen. Doch bevor ihr weitermacht, nehmt euch einen Augenblick Zeit für die Andacht. Bringt diese Nektargabe zu Avianas Grabkreis, einen Steinkreis direkt jenseits des Haupteingangs zum Schrein. Vielleicht helfen ein paar Augenblicke allein mit der Erinnerung an Aviana euch, euren Geist zu schärfen. Okay. Habt günstige Winde. Geht mal mein Geist schärfen. Schärf, schärf, schärf. Und danach schärfe ich meine Waffe. Achso, ich sollte mich vielleicht mal rappen. Ich habe ja ziemlich auf der Schnauze bekommen. Grüße. Wow. Möge das hat mich arm gemacht. So, da ist Le Steinkreis. Hat mir hier angezeigt. Total bescheuert. Der ist aber eigentlich hier. Sollen wir mal trinken? Kommt näher. Sie ziehen mich fort. Ich hab Angst. Der Geist erscheint immer wieder in eurer Vision und verschwindet gleich darauf, als ob er hier und gleichzeitig woanders wäre. Ein geflüstertes Flehen ertönt in euren Kopf. Wiedergeboren zu werden, aber in Dunkelheit. Ich wurde geraubt. Der Geist scheint aufgewühlt, wird jedoch stumm, als das Bild wieder verschwindet. Ihr versteht nicht, warum der Geist euch so dringend anfleht, aber vielleicht kann Koluna ja herausfinden, was hier vor sich geht. Sprecht mit Koluna innerhalb des Schreins. Schnell. Ja, ja, ich renne ja schon. Moment. Achso, haben wir hoffentlich angenommen. So, Koluna. Hallo, Pandare. Hallo, Koluna. Grüße. Langsam, Hexenmeisterin. Ihr seht aus, als hättet ihr einen Geist gesehen. Wir sehen uns wieder. Ein Gesicht mit Schwingen? Kann es etwa sein? Shadow Warlock, wir haben keine Zeit zu verlieren. Vielleicht habt ihr mit Aviana selbst gesprochen, die versucht, zu uns zurückzukehren. Ich benötige etwas, aus Avianas Vergangenheit, um mit ihr Kontakt aufzunehmen zu können. Hoch oben auf den Gebirgskamm, der diesen Schrein überblickt, findet ihr eine Reihe von riesigen Nestern. Sie gehören Blaith, einen uralten Raubvogel, der einst ihr Gefährte war. Seit 10.000 Jahren vergeht er vor Kummer und hat dadurch seinen Verstand verloren. Klettert auf seiner Horste und benutzt diesen Lockruf, um ihn herbeizurufen. Tötet Blaith und bringt mir seine Feder. Ja. Das ist Anzu. Das ist nicht Blaze. Geht mit der Erde. Das ist Anzu. Hallo. Vielleicht droppt da ein Rahmenfürst. Wäre doch mal eine Maßnahme. So, gehen wir erstmal Blaze killen. Hab Bock, Blaze zu töten. Blaze, ich komme. Blaze sitzt. Können wir da oben rufen? Da sind die Horste. Vogelhorste.
eine Menge Vögel unterwegs. Blaze. So, dann mal hier reinsetzen. Ah, brüten. So, da kommen aber jetzt eine Überraschung runter. So, dann haben wir Blaze Saurit. AKA Anzug. Noch nicht bereit. So, alte Feder eingesackt, sehr schön. Guck mal, so siehst du cool aus. Oh, ich bin viel kleiner. Gut, dann hinunter. Jetzt dürfen wir noch ein paar Harping killen. Das machen wir jetzt auch mal ein paar Eier sammeln. Ich überlege gerade, wo die Eier waren. Ah, hinter den Bäumen versteckt. Ganz schlau. So. Wir dürfen ja 10 Harpien jetzt erstmal auf die Busche hauen. Muss noch nicht wirken. Platsch. Tot. Gib mir dein Ei. So, 1. 2. Machen die mal relativ nah an den Bäumen kalt, weil dann können wir gleich deren Eier danach rauben. Das lädt immer noch auf. Hab ich. Die wurde gar nicht gut geschrieben, wa? Doch. Manchmal kommt der Tooltip nicht. Oh, meine Hand schläft ein immer. Das ist ja ätzend. So, da haben wir noch ein Ei. Ich glaube, die kriegen wir ziemlich schnell voll. So, du lohnst dich noch. Das Feuer hier wird auch noch eine Rolle spielen. Was ist denn mit dir? Oh, ein Tornado. Ich zitter. Ich brauche ein Ziel. Und sie verstarb. So, dann gib mir mal deine Eier. 1. So, dann brauchen wir lediglich nur noch 2. Schön. Die finden wir bestimmt hier auf der Seite. Oh, wir haben jetzt 2 in der Backe. Kann ich noch nicht wirken. Ich muss zuerst etwas angesehen. Toll, ich habe nur eine gut geschrieben bekommen. Verdammt. Den bisschen zu spät drauf gemacht. Und das letzte. So, und jetzt kommen wir noch ganz fröhlich frech. Harpien killen! Schön, endlich mal wieder was töten. Ich wollte schon looten, während er noch gekämpft hat. Mann, bin ich ein toller Freundchen, ne? Für Mr. Leerwandler. Ich brauche ein Ziel. Plupp. Den, wie siehst du eigentlich an? Oh! Mensch! Und Faust kommt auch. Ich habe kein Ziel. Schön. Das war einer vom Baum oben runtergeholt. Also als Caster natürlich praktisch, ne? Ein wilder Tornado, der zieht nicht. Meine Range ist ja jetzt eigentlich relativ geil, muss ich ja mal sagen. Gefällt mir. Was ist das denn da hinten? Ist das das, was ich denke? Ja, Feuerlander. S-Brand. So, irgendwo noch irgendwie einer in der Luft. Echt nicht? Nicht mal einer? Hm, wir nehmen den, wir sind ja dran. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Sterben. Es lädt immer noch auf. So, fein. Na dann können wir ja zurück. Quest abgeben. Ach ja, stimmt. Brunnenmädchen. Hallo. Ich bin geehrt. Beduin der Klauer, ja, das wissen wir schon. Nun. Thysalene nickt zufrieden und ihre Augen leuchten. Es ist großartig, nicht mehr an den kurzen Leine gehalten zu werden, oder? Seid vorsichtig. Voll toll. Thysali säubert ihre Fingernägel mit einem Deutsch. Sie schaut euch erwartungsvoll an. Gut, das ist zumindest ein Anfang. Die Vögel, die diese Eier gelegt haben, werden sie nicht wieder annehmen. Wir werden die Küken als Waisen im Schrein aufziehen müssen. Wenn Aviana hier wäre, hätte sie diese Schandtat nie zugelassen. Aber zurück zum Geschäft. Es ist Zeit, unsere Sache auf den Grund zu gehen. Wir müssen die Matrone dieser Wilden befragen. Marion Wurmschwinge.
Wir werden sie lebend fangen. Das ist der Plan. Die Harpien kommunizieren mit Signalfeuer über den Gebirgskamm hinweg. Wenn wir eines davon löschen, wird Marione sicher kommen, um zu sehen, was damit los ist. Kämpft mit ihr, um sie abzulenken, während ich mich von hinten anschleiche und sie mir schnappe. Die Fragen zu stellen überlasse ich dann euch. Los, holen wir sie uns, Shadow Warlock. Die Göttin schütze euch. Alle klar, dann machen wir das nochmal fix. Ui, 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 ui. Das sind Feuerlöschen, ne? Das ist eine schnelle Nummer. Ich wollte das jetzt schnell machen, bevor die alle respawnen. Ah, da ist er schon. Ja, Mensch. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Was kommt denn da angeflogen? Achso, das ist... Hast du sie? Tut, was ihr wollt. Meine neuen Meister werden meinen Namen in euren Fleisch ritzen, bevor sie euch hinrichten. Tut, was ihr wollt. Warum steht hier Eier? Sie wollten Eier haben. Eier für ihre feurige Brutstätte in einem anderen Reich. Und ein Ei, ein besonderes Ei, wollten sie mehr als alles andere. Wer? Wen gebt ihr die Eier? Die aus den Himmeln, aber auch aus der Dunkelheit. Die Brut des Erdwächters, unbesiegbar. Brut des Erdwächters? Närrische Untoten, ein neues Zeitalter ist angebrochen. Aviana ist tot, tot, und sie kommt nie mehr zurück. Sagt das mit den Druiden in den Bäumen. Cetria wird die Meisterin des Himmels sein. Und sie hat sichergestellt, dass Aviana niemals wiedergeboren wird. Das Ei gehört ihr. Ihr kommt zu spät. Ja, komm, lass uns so frei. Ihr seid edelmütiger als ich, Herr Shadow Warlock. Aber ich schätze, die Harpien sind nur Bauern in diesem Spiel. Das denke ich nämlich auch. Man muss ja nicht alles umbringen. Man kann ja auch mal was leben lassen. So, ich bin vor ihr hier. Ich bin war wirklich vor ihr. Wie darf ich helfen? Also sind die Harpien Werkzeuge einer Art von Drachen, Cetria. Aber was tun die Drachen mit diesen Eiern? Und was ist das für ein besonderes Ei, das Cetria so unbedingt will? Ich verstehe es nicht, Shadow Warlock. Ich habe einen Bericht an Himmelsfürst Omnuron weitergeleitet. Er wird wissen, was als nächstes zu tun ist. Ja klar, wenn du gut sagst, ist auch schlecht. Viel Glück. Okay, dann kann man noch die andere Quest abgeben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Heidli, na? Friede sei mit euch. Ein Gebet mit den Flügeln. Habt kein schlechtes Gewissen wegen Blades Verfassung. Der Kummer hat dieses Wesen vor Jahrhunderten die Seele geraubt. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst. Eine Bestie voll zügellosen Zorns. Das war keine schöne Aufgabe, Shadow Warlock, aber sie musste erledigt werden. Wenn Aviana wirklich wieder zum Leben erweckt werden kann, kann Blaze vielleicht eines Tages dank eurer Taten auch zurückkehren. Und jetzt lasst uns sehen, ob wir mit unserer langen, verlorenen Wächterin Kontakt aufnehmen können. Na klar. Lebt. Was? Cetria. Ob sie daraus das machen? Feuerfalken? Wer weiß das schon so genau? Ich glaube, wir müssen hoch. Ah ja. Strange Thread. Nein, müssen wir nicht. Und schon verirre ich mich. Hier vorne hoch. Meine ich doch. Habe ich doch gesagt. Hab hoch gesagt. So, dann hier hoch. Ja. Hallo. Wow. Was führt euch hierher? Der Drache Cetria muss aufgehalten werden. Wir wissen, dass sich ihr Nest im Süden an einen südlichen Klippen des Hyals befindet. Aber das ist leider fast schon alles. Ich habe Thysali auf der Suche nach Fakten zu Cetrias Nest geschickt. Sie hat speziell um eure Hilfe gebeten. Ihr scheint die junge Druidin schwer beeindruckt zu haben. Trefft euch mit Thysali direkt hinter dem Tunnel, der zu Cetrias Nest führt. Und vergesst nicht, wir sind hier auf der Suche nach Fakten. Tut bloß nichts Verrücktes. Niemals. Lebt wohl. Aber was Verrücktes tun wir erst beim nächsten Mal, Freunde. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bye, bye.